Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur inzwischen, ja, wirklich der 50. Lesung des wundervollen Buches aus den 1850er Jahren, Das Doppelgesicht des Papsttums, von dem wunderbaren protestantischen Schreiber James Aitken Wiley, von dem ich schon viele Bücher gelesen habe, alle in Englisch und immer noch viel zu wenig gelesen habe. Seine Geschichte des Protestantismus, drei Bände, die ich als Originaldruck aus der Mitte des 19. Jahrhunderts liegen habe, brennen mir unter den Fingernägeln, dass ich sie mal lesen möchte. Aber wir wollen uns erstmal jetzt in Deutsch mit diesem Buch hier weiter beschäftigen, Das Doppelgesicht des Papstes. Und wie gesagt, 50 Folgen haben wir durch. Von mir aus können es gerne noch 50 weitere werden. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Auf jeden Fall, wir haben noch ungefähr knapp 100 Seiten in dem Buch zu besprechen. Wir sind jetzt letztes Mal bei dem Geist des Papsttums angekommen. Und wir wissen ja, wenn wir die Bibel gelesen haben, der Geist des Papsttums, welcher das ist, nämlich derjenige, der dem Papsttum oder dem Biest aus dem Meer die Macht gegeben hat, den Sitz und die Autorität, das ist der Drache. Und wir wissen aus einer anderen Stelle, ich glaube Offenbarung 12, 9, dass der Drache, die Schlange, der alte Teufel, der Satan ist, der gibt ihm die Macht und der gibt ihm auch den Charakter, der gibt ihm den Geist eben. Und diesen Geist Satans sehen wir jetzt im Doppelgesicht des Papsttums ganz deutlich in diesem Stück. Das ist ein Anhang zu dem dritten Buch erklärt, bevor es dann in das vierte Buch geht, oder Anhang des zweiten Buches, bevor es ins dritte Buch geht. Wir sind also in der Hinsicht schon ziemlich am Ende angekommen. Und ich bin auch ganz gespannt, wie es weitergeht in dem wunderbaren Geist des Papsttums, das wir heute zerpflücken werden. Aber vorher gibt es wieder ein schönes Lied, das der Alexander für uns zusammengestellt hat. Und das hören wir uns dann jetzt erst einmal an. Zeugt von der Herrlichkeit des Herrn, der Herrn. Wer ist ihm gleich? Dem einzig Auferstandenen. In Ewigkeit bist du das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. Verkündet laut die Herrlichkeit des Herrn, der Herr, der geopfert ward, die Menschheit zu erlösen. Bist du das Lamm auf Gottes Thron? Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. Wie immer herzlichen Dank, Alexander, für das Spielen und Singen dieser wundervollen Musik, die uns in die richtige Stimmung bringt, um jetzt mit dem Papsttum ein wenig weiter abzurechnen, um das mal so zu nennen. Wir fahren eigentlich fort auf Seite 333 in dem Buch oder 344 in dem PDF, um diesen zweiten Absatz hier. Nur, wir gehen halt noch mal kurz zurück und lesen den letzten Absatz der Seite davor und den ersten Absatz dieser Seite, um ein wenig zurück reinzukommen in das Thema.
Und wir werden uns dann damit ein wenig warm machen, dass wir gleich, wenn es dann wieder in den nächsten Absatz reingeht, wir uns in das Thema wieder ein bisschen mit dem Thema ein bisschen bekannt gemacht haben. Der Autor schreibt: Wenn wir nun aber keinen Anstand nehmen, die Macht des Papsttums ihrem Ursprung nach eine satanische zu nennen, so dürfen wir doch nicht vergessen, dass sie als solche nicht unvermittelt in die Welt gekommen ist. Es ist richtig, dass, wie das Erlösungswerk eine Offenbarung des eigentümlichen Wesens Gottes ist und den Tempel seiner herrlichen Vollkommenheit an sich trägt, so das Papsttum eine Darstellung des Wesens Satan ist und den Stempel der Eigenschaften desselben an sich trägt, dass demnach eine Erforschung dieses Systems ein Blick in Satans Tiefen ist. Allein, und diese Erwägung nimmt unseren auf die Schrift gegründeten und mit den Schriften der deutschen und englischen Reformatoren stimmenden Behauptungen den Schein zu großer Schroffheit, die historische Vermittlung seines Ursprungs muss in der Verführungsgeschichte der ersten Menschen gesucht werden. Satans Politik war von Anfang an dieselbe. Und darin unterscheidet sich der Satan eben auch nicht von seiner Kirche, die ja als Motto hat, Semper Adem, unveränderlich, die Kirche unveränderlich. Er hat sie nach Umständen modifiziert und dem Gange der Ereignisse meisterlich angepasst, hat seine Oppositionsfront verändert, je nachdem er eine einzelne Wahrheit oder ein ganzes System von Wahrheiten sich gegenüber erblickte, aber im Großen und Ganzen war sein Verfahren immer dasselbe. Ein tüchtiger General wird dieselben Gesetze militärischer Taktik in dem einer Hauptschlacht vorangehenden Geplänkel befolgen wie in jener selbst. So hat Satan dieselbe Angriffsweise in der Versuchung von Eden schon erprobt, die er nachher in voller Entwicklung bei Errichtung der irdisch-kirchlichen papistischen Herrschaft im westlichen Europa anwandte. Deshalb ist auch das Studium jenes einfachen Ereignisses der Schlüssel für die Erkenntnis des Größeren und Verwickelteren. Worin bestand denn seine Politik in Edens Garten? Nun, um es kurz zu sagen, in der geschickten Verwechslung des Nachgemachten mit dem Original. In der geschickten Verwechslung des Bildes mit der Wirklichkeit. Die Wahrheit und Wirklichkeit bestanden nämlich darin, dass die ersten Eltern zum Leben gelangen sollten durch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen als der symbolischen Ursache. Die Verfälschung, die Verführung, welche dem Satan glückte, war seine Vorspiegelung, dass der Baum die wesentlich wirksame Ursache wäre. Die Menschen sollten das Leben, welches ja nicht in dem Baume, sondern über ihm, in Gott beruhte, nicht von dem Baume, sondern durch den Baum erhalten, sofern an ihn der Befehl Gottes sich äußerlich heftete. Aber durch eine Reihe feiner und trügerischer Beweisgründe wurde das Weib veranlasst, den Baum als die wirksame Ursache des ihr angebotenen und verheißenen Lebens anzusehen, zu der Annahme verführt, dass der Segen in dem Baume selber ruhe und sie demnach nur von diesem zu essen brauche, um ihn zu besitzen. Als das Weib sahe, dass es ein lustiger Baum wäre, weil er klug mache, so heißt es, nahm sie von seiner Frucht und aß. Den Baum selbst hielt sie also für die Ursache der Weisheit und meinte, das Verbot sei ihr von Gott nur gegeben, entweder weil er ihnen den durch den Genuss der Frucht zuströmenden Segen beneide, oder, was das Wahrscheinlichere scheint, dass sie das Gebot gänzlich missverstanden habe. Siehe da, das erste Kunststück diabolischer Politik. Der Versucher räumt ein, dass das Leben, nicht Sterben, gut sei und erstrebt werden müsse, dass ferner eine Beziehung zwischen dem Baume und der Erlangung des Lebens stattfinde. Aber er wendet nun die Frage auf die Art und Weise dieser Beziehung oder Verbindung, ob nämlich das verheißene Gut in dem Baume selbst wohne oder nicht. Gottes Gebot lehrt einfach das Letztere. Ebenfalls aber, dass das Leben, wäre der in Form eines Vertrages gegebene göttliche Befehl gehalten worden,
hiermit dem Menschen von selbst zuteil geworden sein würde, und in dieser Beziehung kann allerdings der Baum das Mittel dazu genannt werden. Nun bemühte sich Satan, die Ansicht zu befestigen, dass das Heil im Baume läge und dass Gott diesen als die wirksame Ursache desselben hingestellt habe. Diese Frage sollte das Weib entscheiden, und je nach ihrer Entscheidung musste unvermeidlich folgen: der Gehorsam und das Leben oder der Ungehorsam und der Tod. Verwarf sie die so kühn und listig vorgetragene Lehre von der dem Baume anhaftenden Wirksamkeit, dann musste sie auch anderswohin, nämlich zu Gott, nach dem Leben blicken und seinem Befehle nachkommen. Nahm sie, verblendet und verführt durch die feine List der Schlange, die Lehre von der anhaftenden Wirksamkeit an, dann musste sie auch nur nach dem Baume blicken und unverzüglich von seiner Frucht genießen. Unglücklicherweise ergriff sie das Letztere, und wir kennen den Ausgang. Hier stehen wir nun vor der vollen Enthüllung satanischer Politik, und mit dem Kompass dieser einzigen Unterhandlung zwischen Eva nämlich und der Schlange richten wir mehr aus als mit Beobachtung langer Operationslinien der späteren Papismus. In ihr haben wir den Schlüssel zu Satans 6000-jährigen Verfahren, den Schlüssel im Besonderen zum Papsttum. Vor uns liegt das Opus Operatum, das des Sakraments. Das Weib ward überredet. Sie brauche nur zu genießen, um Kraft dieses Aktes wie Gott zu sein, Gutes und Böses zu unterscheiden. Hier sehen wir die Werke an die Stelle des Glaubens gesetzt. Das Weib ließ zu der Meinung sich verleiten, dass durch ein bestimmtes Werk, nicht durch den in dem Glauben, dass Gott das verheißene Leben auch gewähren würde, zu leistenden passiven Gehorsam, welchen der Vertrag forderte, sie das Leben erreichen könne. Hier ist die Lehre von des Menschenverdienst, die Erlösung durch den Menschen an die Stelle der Erlösung durch Gott gesetzt. Denn das Weib ward verleitet, das Heil zu erwarten, nicht von Gott, sondern von dem Genusse der Baumfrucht. So werden uns alle Hauptirrtümer des Papsttums, welche Kanones und Bullen enthalten, welche die Zeremonien seines Kultus anschaulich machen, zum ersten Male in Eden kund und durch diesen Prediger, der sie nicht in nackten oder sonst künstlichen Hüllen noch erkennbaren Worten in des Menschen Brust pflanzte. Ja, noch mehr. Satan überredete die Eva. Sie könne ohne Anerkennung und Erklärung Gottes Gebot nicht verstehen und bietet sich selbst zum unfehlbaren Dolmetscher an, indem er den Text ebenso verdirbt, wie Rom in unzähligen Fällen es auch mit den Texten, wie zum Beispiel der Bibel, hauptsächlich eben getan hat. So sind in der Tat die Papisten mit ihren prahlerischen Berufungen auf das hohe Alter ihres Systems keineswegs im Unrechte. Und wenn dieses in gewissem Sinne aus Irrtum des Mittelalters gesponnen ist, so muss doch Evas Verführung als die Hauptursache angesehen werden. Aber freilich, das Evangelium in Gottes Ratschluss ist dennoch älter. Ja. Ich glaube, hier muss man innehalten, um das erstmal zu verdauen. Also das ist, glaube ich, bis jetzt eine der markantesten Stellen im Buch, wie ich finde. Also auch den wichtigsten. Ja, das will ich gar nicht abstreiten. Da muss man wirklich mal eben ein bisschen bei stehen bleiben. Deswegen habe ich hier auch eine Note mit reingesetzt, dass ich hier ab dem, was wir jetzt lesen wollten, eigentlich in Lesung Nummer 9 der Evolutionsserie sollte das eingepasst werden, die ich damals mit Maximilian aufgenommen habe. Das ist ja inzwischen auch schon eine ganze Zeit lang her. Deswegen möchte ich jetzt hier nochmal eben auf die Lesung der Evolutionsserie verweisen. Da habe ich mit Maximilian einige Videos, ich glaube 10 Videos oder so, haben wir gemacht, wo wir das Thema diskutiert haben, Evolution oder eben Schöpfung, und auch dargestellt haben, wo die Evolutionslehre herkommt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt hier besprochen wird, der da einen Anschluss hat. Deswegen wollte ich das eigentlich damals in die Evolutionslehre einfließen lassen. Ja? Also, dann werden wir da jetzt eben mal kurz bei stillstehen, dass ich hier ja diese
Evolutionslehre habe. Und zwar ist das hier Evolutionslehre, die Serie, seht ihr hier. Und ich werde die dann nachher auch als Link deutlich nochmal mit in die Beschreibungsbox des Videos mit reintun, dass ihr die ganz leicht finden könnt, die Lesung. Auch die heidnischen abgöttischen Kulte waren augenscheinlich eine Verwechslung des Bildes, der Nachahmung mit der Wirklichkeit. Ihr Urheber, Satan, leugnete nicht das Dasein Gottes oder des Menschen Verpflichtung, ihn zu verehren. Er wählte vielmehr diese Wahrheiten als den festen Punkt für den Hebel, mit welchem er die Welt bewegen wollte. Aber an Gottes Stelle setzte er die materiellen Gegenstände, welche seine Macht und Größe am meisten abspiegeln oder seine Güte am meisten dartun. Die Sonne, ausgezeichnete Menschen, furchtbare Tiere und so weiter. Der Götzendienst kam im Verlaufe seiner Geschichte von der Wahrheit immer mehr ab und die Stellvertreter Gottes wurden immer mehr seiner unwürdig. Und hier gehen wir kurz in eine Fußnote rein, wo der Autor sagt, diese schriftmäßige Theorie ist zugleich ein Moment mehr gegen alle die Träumer, welche von einer Entwicklung des Menschengeschlechts aus dem Zustande viehischer Rohheit zu allmähliger Zivilisation hin faseln. Wir müssen ja wissen, Darwin hat sein Buch geschrieben 1858. James Edgar Wiley hat sein Buch geschrieben 1850. Das heißt, dieses Buch wurde ein bisschen vorgeschrieben. Das heißt, das, was Darwin erklärt hat mit seinen Worten, das war im Grunde keine neue Lehre. Die Evolutionstheorie ist so alt, wie der Teufel auf der Erde ist. Ja? Nämlich die Schöpfung anbeten vor dem Schöpfer. Und von daher ist eben alles aus der Schöpfung entstanden und nicht durch einen Schöpfer. Das ist ja, was die Evolutionstheorie lehrt. Und deswegen der Hinweis von mir und deswegen hier auch der Bearbeiter, also der Übersetzer dieses Buches, der ganz deutlich sagt, diese schriftmäßige Theorie ist zugleich ein Moment mehr gegen alle die Träumer, welche von der Entwicklung des Menschengeschlechts aus dem Zustande viehischer Rohheit zu allmächtiger Zivilisation hinfaseln. Mit anderen Worten, der Mensch hat sich eben nicht aus den Tieren heraus entwickelt, wie die Evolutionstheorie lehrt, die ja sagt, dass von den kleinen zu den großen Tieren, das Leben kam aus dem Meer und später hat sich der Mensch aus den Primaten, also aus den Affen, weiterentwickelt. Ja, das lehrt die Evolutionstheorie und deswegen am Anfang mein Kommentar dazu. Evolution ist das, was hier angespielt wird und das eben vor Darwin. Ne? Das Buch hier ist ja ein paar Jahre älter als Darwins Werk. Also die Evolutionstheorie oder die Evolutionslehre an sich ist im Heidentum schon viel länger gefestigt als lediglich durch Darwin. Darwin hat das nur in, ich sage mal, ziemlich moderne Worte gefasst fürs 19. Jahrhundert und hat damit eine Grundlage gebildet für das, was heute in den Schulen leider überall nicht mehr als Theorie, sondern eigentlich als Fakt gelehrt wird. Und deswegen verdummen unsere Kinder auch immer mehr und deswegen verrohen unsere Kinder auch immer mehr, eben wegen dieser Evolutionslehre. Der Satz Entwicklung des Menschengeschlechts aus dem Zustande viehischer Rohheit, das verweist ganz deutlich auf die Evolutionstheorie. Dann es beruhigt aber auch viele, wenn man jetzt denkt, dass die Evolution immer fortschreitet und es alles immer besser wird, dann kann man beruhigt sein. Es ist zurzeit schlimm, aber es wird besser. So wie uns damals versprochen wurde, wie es nach 2000 hier alles auf der Erde aussehen wird. Fliegende Autos und so weiter. Ja, das könnte man auch sagen. Es gibt da eine andere, einen anderen Spruch. Hier, von wem ist denn der? Von Voltaire. Eines Tages wird alles gut sein. Das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung. Das ist unsere Illusion. Ein Spruch von Voltaire, der ja auch ein jesuitisch ausgebildeter, Heide war. Lass es uns mal ganz vorsichtig so ausdrücken. Ne? Der Spruch ist natürlich ganz gut, ne? Und trifft ziemlich genau das, was du gerade gesagt hast, ne, Marius? Eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung und das ist unsere Illusion. Genau. Also es kann ja nur besser werden, ne? Ja, erzähl das mal den Leuten heute in der
in den Zeiten von Corona, ne? Wo sie sich jeden Tag mehr belügen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber QAnon oder so wird uns doch retten. Ja. Also für meine Rettung vertraue ich nur auf Jesus Christus und sonst keinen anderen. Aber das bin ich. Gut, lesen wir den Satz nochmal. Der Götzendienst kam im Verlaufe seiner Geschichte und der Wahrheit immer mehr ab und die Stellvertreter Gottes wurden immer mehr seiner unwürdig. Denn die Lüge ist ihr eigener größter Feind und ihre Tendenz ist Selbstzerstörung. Der Polytheismus, also die Mehrgötteranbetung, verderbte die Völker und verlor eben dadurch allmählich seine Gewalt über die Menschenherzen. Die Welt war in Skeptizismus versunken, als das Christentum, jung, kräftig und rein, von den Bergen Gottes herabkam, die Erde zu erneuern, den Glauben wiederherzustellen, der des Menschen Leben ist, und die Religion, in welcher die Kraft der Völker beruht. Ein so furchtbarer Gegner war wider Satans Interessen noch nicht im Felde erschienen. Es war die große, mit neuem Glanz belebte Originalwahrheit, der Mensch, ein Rebell wie der Gott, wird erlöst durch den Sohn, geheiligt durch den Geist, dieselbe, auf welche Satan das lügnerische Unkraut des Polytheismus gepflanzt hatte und die nun ihre Kraft und Wahrheit dadurch betätigte, dass sie ihre Siegesdenkmäler und Trophäen auf den Trümmern des aufgegebenen Glaubens und der zerstörten Tempel des Heidentums errichtete. Um des gewaltigen Gegners willen entfaltete Satan mit erneuter Kraft die Kunstgriffe der alten Taktik, aber schlauer, feiner, komplizierter. Darüber hatten wir in Buch 1, Seite 12 und 13 bereits gesprochen. Wie im Altertum die große Urwahrheit von der Einheit und alleinigen Weltregierung Gottes untergraben worden durch die Erfindung, Menschen zu Untergottheiten, Repräsentanten und Stellvertretern Gottes zu machen, Vicarius Filii Dei, so wurde kurz vor und in dem Mittelalter die Hauptwahrheit von Christo und der Einzigkeit seiner Mittlerschaft durch die Erfindung noch anderer Mittler, der Heiligen, der Engel und namentlich Maria, ich verweise hier auf unsere Lesung vor Eine für alle für eine Königin des Himmels, ja, eines anderen Christus, nämlich des Antichristen, nochmals Vicarius Filii Dei, unterhöhlt. Der Papismus ist das genau und schlau gearbeitete Konterfei des Christentums, dessen Form so treu als möglich bewahrt, dessen Geist vernichtet, dessen Endzweck vollständig verkehrt worden. Diese Konterfeikirche hat ihren Hohepriester, den Papst, eine Lästerung auf das königliche Priestertum Christi, indem er dessen Amt sich anmaßt. Herr der Gewissen, Herr der Kirche, Herr der Welt, Licht der Welt, König der Ehre, Löwe aus Judas Stamm, Christi Stellvertreter, Gottes Vizeregent. Das alles, die wir gerade eben aufgezählt haben, waren Namen, die Antichristpapst Leo X. Bei seiner Intronisation sich beilegen ließ. Wer war denn Leo X.? Das war der junge Papst, der regierte in der Zeit, als Martin Luther mit der Reformation Europa hat aufbeben lassen, durch die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Dieser Antichrist hat sich genannt Herr der Gewissen, Herr der Kirche, Herr der Welt, Licht der Welt, König der Ehre, Löwe aus Judas Stamm, Christi Stellvertreter, Gottes Vizeregent. Von Gotteslästerung gesprochen, ha? Diese Konterfeikirche hat ihr Opfer, die Messe, eine Lästerung auf das Opfer Jesu Christi, welches dadurch für ungenügend und der Wiederholung und der von dem Priester vollbrachten Wandlung bedürftig erklärt wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz und den hätte ich eigentlich schon längst farblich markieren müssen. Das werde ich jetzt hier mal eben nachholen. Ich werde das vor allen Dingen blau machen, weil das ja eine wahre Aussage ist, eine wahre und sehr wichtige Aussage, die wir nochmal lesen wollen. Diese Konterfeikirche hat ihr Opfer, die Messe,
eine Lästerung auf das Opfer Jesu Christi. Mit anderen Worten, wenn ich einer römisch-katholischen Messe beiwohne und da wird die Eucharistie gefeiert, dann ist das ein Opfer. Und wenn da ein Opfer gebracht wird, dann ist das eine Häme an Jesus Christus, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Es gibt keine weiteren Opfer mehr. Und der Vorhang des Tempels riss von oben nach unten in zwei und hat das Heiligste des Heiligen entblößt, um deutlich zu machen, dass Gott nicht mehr in Tempeln aus Menschenhand verbleibt und dass das Opfersystem der Leviten, also der Priesterschaft der Israeliten aus dem Alten Testament, vollständig durch Jesus Christus erfüllt wurde. Jesus Christus hat diese Gesetze nicht abgeschafft, er hat die Gesetze vollständig erfüllt. Und deswegen hat er gesagt, es ist vollbracht. Und die römisch-katholische Kirche betreibt absolute Gotteslästerung mit jeder römisch-katholischen Messe, wo sie selber wieder ein Opfer darbringt, wo sie selber wieder durch ihre Priester mit den fünf Hokuspokus-Worten hoc est corpus enim meum, das Stück Brot mit der Wesensveränderung verwandelt in Fleisch und Blut, in Seele und Leib, in Göttlichkeit und Menschlichkeit unseres Herrn Jesus Christus und ihn dann essen lässt. Das ist nichts weiter als Kannibalismus, das ist nichts weiter als eine Ablehnung des einzigen Opfers, das Jesu Christi gebracht hat. Also auf der einen Seite lehren sie euch Jesus Christus und auf der anderen Seite, naja, mir fällt jetzt gerade kein vernünftiges Wort an, was ich dazu sagen kann, aber negieren sie eben sein Opfer durch ein eigenes Opfer zu bringen und euch da jedes Mal dran teilnehmen zu lassen. Euch, die ihr in die römisch-katholische Kirche geht. Wer das nicht tut und dieser Messe nicht beifolgt, der hat schon mal ein gutes Ding hoffentlich verstanden und tut es nicht. Aber ich finde diesen Satz sehr, sehr wichtig, den sollte man sich wirklich mal einrahmen. Diese Konterfeikirche, also eine Gegenkirche, ja, die Gegenkirche zur wahren Kirche Jesu Christi, zur wahren Versammlung im Herrn, hat ihr Opfer, die Messe, eine Lästerung auf das Opfer Jesu Christi, welches dadurch für ungenügend, ja, das Opfer Jesu Christi wird hierdurch für ungenügend erklärt und in der Wiederholung, in der von seinem Priester vollbrachten Wandlung, bedürftig erklärt. Sie schmäht Person und Werk des Heiligen Geistes, indem sie die Heiligung durch den äußerlichen Gebrauch des Sakraments lehrt. Christus wird seines königlichen Amtes beraubt, der Papst stattdessen auf seinen Thron gehoben, seines Mittelamtes und die Messe an dessen Stelle gesetzt, seines Prophetentums und die unfehlbare Kirche damit bekleidet. Dem Heiligen Geiste ist seine Wirksamkeit genommen, deswegen wirkt der Heilige Geist auch nicht in der römisch-katholischen Kirche. Wenn ihr da einen Geist spürt, dann lauft, das ist nämlich nicht der Heilige Geist, und den kirchlichen Satzungen wird er beigelegt. Gott dem Vater sind seine Vorrechte entzogen und Menschen mit der Macht, Sünden zu vergeben und Rechtfertigung zu erteilen, bekleidet. Aber in allen gefälschten Objekten, in allen gefälschten Lehren und Sakramenten dieser Nachahmung, deren Sphäre der des neutestamentlichen Christentums an Ausdehnung nicht nachsteht, ist die genaue Beziehung zur Wahrheit nicht zu verkennen. Die Formen derselben sind treulich nachgebildet, während das Wesen beseitigt ist. Kein dem Christentum eingestandenermaßen feindliches System hat der Feind errichtet, sondern die Politik der ägyptischen Zauberer, welche, um die Mission des Moses zu vereiteln, seine Wunder nachahmten, befolgt. Den irdischen Endzweck des Christentums hat er zu vereiteln gesucht, indem er, wie Jannes und Jambres den Pharao, durch die römischen Priester die Herrscher überredete, das Heil und die Ordnung der Gesellschaft sichern zu können. Fürsten haben auf solche Worte gehört und des Evangeliums freien Lauf gehemmt, durch die Gesellschaft verderbt und dadurch die Gesellschaft verderbt und verwüstet. Den ewigen Endzweck des Christentums hat er zu vereiteln gewusst, indem er durch Roms Satzungen die Menschen überredet, dass sie, ohne mit einer einzigen Sünde zu brechen
ohne einen Zug der Gnade von oben zu empfangen, den Himmel empfangen können oder den Himmel erlangen können. So sind Tausende unter der Gewalt der Finsternis erhalten und ins Verderben geführt worden. Wir können wohl geruhend sagen, dass es sich hier nicht um Tausende, sondern um Tausende mal Tausende mal Tausende handelt. Aber das Papsttum muss auch von seiner menschlichen Seite als ein Produkt menschlichen Ehrgeizes, menschlicher Verderbnis betrachtet werden. In dieser Hinsicht müssen wir das große Endziel desselben, auf welches schließlich jede noch so unbedeutend erscheinende Einrichtung, jede anscheinend noch so geringfügige Lehre hinausläuft, ins Auge fassen. Kein Schnürchen, kein Rädchen in der ungeheuren Maschine ist überflüssig und jedes muss dem Zwecke dienen, einem Menschen oder besser einer Klasse von Menschen zu der höchsten, ungeteilten und absoluten Herrschaft über die Welt und ihre Angelegenheiten zu verhelfen. Was sind Alexanders und der Cäsaren hochfliegende Entwürfe gegen die Pläne des Ehrgeizes, welche die Inhaber des Vatikanes nährten? Kein Ziel war ihnen zu hoch, denn sie tasteten mit dreister Hand an die Krone des Ewigen und erstrebten, wie er über Leiber und Seelen der Sterblichen zu herrschen, indem sie ihre Meinung zur alleinigen Glaubens- und Sittenrichterin, ihren Willen zum Gesetz der Welt erklärten und nicht mehr Gehorsam, sondern Verehrung in Anspruch nahmen. Gehorsam! Da geht es heute in der Welt mehr denn je um Gehorsam. Keineswegs waren die Bischöfe von Rom von Anfang an dieses Zieles sich bewusst. Im Gegenteil, hätten sie den Ausgang der ersten Abweichungen von einfältigen Glauben vorausgesehen, sie würden wohl schnell eingehalten haben auf ihrer verhängnisvollen Bahn. Sie wollten nicht eine Jahrhunderte währende Geistesknechtschaft über die Welt bringen, sondern viele Menschenalter mussten vergehen, bis die Päpste, der eine mehr, der andere weniger klar, nur die vorläufigen Endzwecke ihrer Politik erkannten, während die letzten ihnen stets unverhüllt blieben. Aber sie waren Werkzeuge in der Hand dessen, der von Anfang an wusste, wo es hinaus sollte und nur einen über sich hatte, vor dessen Feueraugen auch sein scheußlicher Plan offen lag und der in seiner unergründlichen Weisheit denselben dennoch sich entwickeln ließ. Sie waren Werkzeuge in der Hand dessen, des Teufels, der von Anfang an wusste, worauf er hinaus sollte und nur einen über sich hatte, vor dessen Feueraugen sein scheußlicher Plan offen lag. Und das geht um Jesus Christus. In Offenbarung 19, Vers 12 steht nämlich, seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Ja? Das habe ich hier nebenbei mal rausgesucht, weil mich diese Schreibweise sehr interessierte, in der Hand dessen, ja, das ist der Satan, einen über sich hatte, vor dessen Feueraugen, und da habe ich das mit den Feueraugen in der Bibel gefunden, seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, ein wunderbarer biblischer Bezug dahin zu Offenbarung Kapitel 19, Vers 12, in diesem Fall. Ne? Lesen wir nochmal den Satz, wo wir ihn jetzt noch besser verstehen. Ne? Aber sie waren Werkzeuge in der Hand dessen, der von Anfang wusste, wo es hinaus sollte und nur einen über sich hatte, vor dessen Feueraugen auch sein scheußlicher Plan offen lag und der in seiner unergründlichen Weisheit denselben dennoch sich entwickeln ließ. Aber was für Werkzeuge waren sie zum großen Teil? Der Umfang ihrer weltumfassenden Pläne, die Scharfsichtigkeit und Schlauheit in Benutzung aller Ereignisse, die Genauigkeit und listige Verschwiegenheit, die unerschütterliche Energie, der eiserne Wille, die vor keiner Anstrengung und keinem Hindernis zurückschreckende Fähigkeit in der Ausführung, die anscheinende Gleichgültigkeit und Ruhe bei unerwartetem Missgeschick, die schnelle Herbeischaffung großartiger physischer Kräfte, wenn mit anderen Mitteln nichts zu erreichen war, die Freigebigkeit und maßlos verschwenderische Gunst gegen Freunde, die
nachsichtige Rache an unverbesserlichen Gegnern, das sind die Eigenschaften, durch welche die römischen Oberpriester mit ihren willenlosen Helfern einen so staunenswürdigen und beispiellosen Erfolg herbeiführten. Wie glücklich... Hast du eine Bemerkung? Ja, ich hätte eine. Ja. Also ich finde jetzt in diesem Satz kommt, ich denke, ist es, muss man sich klar vor Augen halten, es geht hier um einen Geist, wie in dieser Kirche wirkt, und das ist ja eben... Der Geist Satans. Ja, absolut, da geht es darum, ja. Und das ist ja eben, es geht ja nicht nur um eine kleine Zeit, es geht ja um 2000 Jahre, das Planen, das Vordringen in Länder, das Erobern, das Morden, also er drückt es hier sehr gut aus, finde ich, also dass man das vor Augen hält, dass das der Geist ist von Satan. Deswegen habe ich das ja in meiner Einleitung bereits gesagt. Der Geist des Papsttums ist eben der Geist Satans, und diesen Geist Satans werden wir jetzt hier in dieser Lesung ein wenig tiefer ergründen. Und das ist genau das, was der Autor mit uns macht. Er zeigt uns, schau, wenn wir die Bibel lesen, dann lernen wir den Geist Gottes kennen, nicht wahr? Und wenn wir uns die römisch-katholische Kirche anschauen, dann lernen wir den Geist Satans kennen. Und da müssen wir nur die beiden gegeneinander abwiegen und dann sehen, für welche der beiden wir uns entscheiden. Welchem willst du folgen? Und das bringt im Grunde genau das wieder zum Vorschein, was ich so oftmals gesagt habe, dass jeder Mensch hier auf Erden von einem Geist geleitet wird. Es ist der Geist, der den Menschen leitet. Und bei einigen ist das eben der Geist des Bösen. Und bei anderen ist es der Geist, der Heilige Geist, also der Geist des Guten, lass uns mal sagen. Aber jeder Mensch wird von einem Geist geleitet. Und selbst jemand, der vom Heiligen Geist geleitet wird, kann auch auf Abwege kommen. So bin ich zum Beispiel die ersten 45 Jahre meines Lebens auf Abwegen gewesen. Aber trotzdem hat mich der Heilige Geist immer geleitet, das sehe ich aber erst heute. Aber er hat mich noch nicht in alle Wahrheit geleitet, weil da war ich noch nicht reif für. Da hat er erst mit angefangen, als ich da reif für war. Und alles hat seine Zeit. Da steht so auch schon geschrieben. Und hier in diesem Kapitel lernen wir jetzt wirklich den Geist Satans gut kennen durch die Wirkung der römisch-katholischen Kirche, durch die Arbeit der römisch-katholischen Kirche. Schau, die römisch-katholische Kirche gibt sich aus als die Kirche Jesu Christi, aber sie ist in Wirklichkeit die Kirche Satans. Mit anderen Worten, sie ist nichts weiter als die Verbildlichung des Wolfs in Schafpelz. Ja? Und der Geist sitzt eben innen drin. Und der Autor, dem gelingt es hier eigentlich sehr gut, diesen Geist der römisch-katholischen Kirche von innen nach außen zu kehren, uns aufzulegen und mit den Arbeiten, die sie die abgelaufenen 2000 Jahre gemacht haben, in dieser satanischen Kirche zu zeigen, wie im Grunde der Geist ist, wie gotteslästerlich ist, wie gegen Christus er ist und dass er eben nur ein Abbild der Wahrheit ist. Und ein Abbild ist eben nicht die Realität, ein Abbild ist eben das, ja, ein Abbild, wie ein Spiegelbild, ne? Wenn du vorm Spiegel stehst, du bist der wahre Alexander und das, was dir aus dem Spiegel entgegenstarrt, das ist ein Abbild von dir. Das ist nicht der wahre Alexander. Ein verkehrter. Ja. Also schon ganz, ganz interessant, dieser Teil, den wir hier lesen. Ja. Soll ich den letzten Absatz vielleicht nochmal lesen? War nicht gerade leicht, ne? Ja, sehr gerne, klar. Der Umfang ihrer weltumfassenden Pläne. Das wissen wir ja heute auch. Wir sprechen ja heute von einer neuen Weltordnung. Wir sprechen von einer universalen, also einer katholischen neuen Einwelt. Der Umfang ihrer weltumfassenden Pläne, die Scharfsichtigkeit und Schlauheit in Benutzung aller Ereignisse, wovon sie alle Ereignisse dann auch noch steuern, die Genauigkeit und listige Verschwiegenheit, die unerschütterliche Energie, der eiserne Wille, die vor keiner Anstrengung und keinem Hindernis zurückschreckende Fähigkeit in der Ausführung, die anscheinende Gleichgültigkeit und Ruhe bei unerwartetem Missgeschick, die schnelle Herbeischaffung großartiger physischer Kräfte, wenn mit anderen Mitteln nichts zu erreichen war, die Freigebigkeit und maßlos verschwenderische Gunst gegen Freunde, die unnachsichtige Rache an unverbesserlichen Gegnern, das sind die Ketzer, um mal eben was zu nennen,
Das sind die Eigenschaften, durch welche Sie, also die römisch-katholische Kirche, die römischen Oberpriester mit ihren willenlosen Helfern einen so staunenswürdigen und beispiellosen Erfolg herbeiführten. Der Absatz erinnert mich an die Rede von Kennedy. Das heißt, die Pläne werden nicht veröffentlicht und die Erfolge bzw. die Misserfolge und so weiter werden nicht publik gemacht. Also das hat Parallelen. Das hat Parallelen. Es ist zwar weit hergeholt, aber das hat Parallelen, ja. Ja, gut, ein wenig. Ja, er spricht da über Geheimgesellschaften. Die römisch-katholische Kirche ist die größte Geheimgesellschaft auf dieser Erde. Das verstehen natürlich viele nicht, dass die römisch-katholische Kirche im Grunde eine Geheimgesellschaft ist. Aber das ist sie dadurch allein schon, dass sie eine esoterische und eine exoterische Lehre hat. Also eine Lehre für die Inneren, die Erleuchteten, die Eingeweihten, und eine Lehre für die Außenstehenden, eben die Laien, die in den Bänken in der Kirche sitzen und sich eben den ganzen Quatsch anhören, der da erzählt wird. Das ist eine große Geheimgesellschaft. Und damit hat JFK ja damals seinen Spruch angefangen, dass er sagt, wir sind ja als eine Nation aufgrund unserer moralischen Basis von Natur aus gegen Geheimgesellschaften, so ungefähr hat er das ausgedrückt. Ne? Eine sehr interessante Rede, vor allen Dingen, weil er eben da auch auf eine monolithische Verschwörung drauf eingegangen ist. Und das ist ein Satz, den verstehen die meisten bis heute nicht, was er damit gemeint hat mit einer Monolithic Conspiracy. Ne? Weil eine Verschwörung ist ja immer zwei. Er hat aber, also mindestens zwei, er hat aber gesprochen von einer monolithischen Verschwörung, also eine einzelne Verschwörung von einer einzelnen Person. Das ist aber ein Oxymoron. Eine Verschwörung sind immer mehrere. Und er meinte damit natürlich den Jesuitenorden, der ja wie, obwohl er aus vielen Menschen besteht, wie ein Mann agiert und reagiert durch den General. Jeder Jesuit ist nichts weiter als ein Werkzeug der Gedanken und der Befehle des Generals. Ja? Und das war einer der Gründe, weshalb sie ihn dann ermordet hatten. Weil er eben in dieser Rede ganz deutlich Tacheles gesprochen hat, für die Leute, die ein wenig die Sprache verstehen, die da gesprochen wird. Ja, und wie in diesem Absatz steht, wenn es nicht anders geht, dann geht es an die Gewalt. Mit der physischen Kraft, also in der jetzigen Krise auch nicht spurten, dann wissen wir, was uns zu erwarten hat. Die schnelle Herbeischaffung großartiger physischer Kräfte, was wird denn damit gemeint? Kriege, die gemacht werden. Das ist die schnelle Herbeischaffung großartiger physischer Kräfte. Der Einfluss des Papsttums auf die Könige der Welt, um ihre Militärkraft einzusetzen, wo der Papst es will. Mit anderen Worten, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ne? Genauso wie es hier steht. Die anscheinende Gleichgültigkeit bei Ruhe und Ruhe bei unerwartetem Missgeschick, aber dann, als das Missgeschick passiert ist, um das dann wieder zurechtzurücken, die schnelle Herbeischaffung großartiger physischer Kräfte. Und das ist eben die Macht des Papsttums, weil er eben die Könige regiert und dadurch keine eigene Armee braucht, weil er ist im Grunde Herr über alle Armeen dieser Erde. Und dann kann man eben großartige physische Kräfte einsetzen. Das hat James Edgar Wiley schon Mitte des 19. Jahrhunderts erkannt und wir haben das im 20. Jahrhundert in zwei großen Weltkriegen ganz deutlich zu spüren bekommen. Ja? Gut, fahren wir fort? Ja, wenn man jetzt noch so bedenkt, viele denken ja, oder ich habe am Anfang damals immer so gedacht, ja, wenn es dann so Pläne gibt, wenn so Agendas über Jahrhunderte gepflegt werden und weiter voranschreiten, welche Organisation oder welcher Mensch ist in der Lage, so weiträumig und weitläufig zu planen? Also auch Dynastien kommen und gehen. Wenn man sich aber, wie in diesem Abschnitt auch erwähnt ist, dass die Päpste selbst teilweise nicht wissen, wozu das führt. Aber wer das alles über Jahrhunderte managen kann, ist halt der unreine Geist. Man kann es vielleicht ein wenig bildlich so darstellen. Jeder von uns hat, glaube ich, schon mal ein Bild gesehen von einem Autogetriebe oder einer ähnlichen Maschine. Und da sind viele, viele, viele kleine Rädchen, die alle ineinander fassen und alle ihre Aufgabe haben.
Wenn ein Rädchen versagt, dann steht das ganze Werk, das ganze Getriebe steht still. Aber das einzelne kleine Rädchen hat überhaupt gar keine Ahnung, was seine Aufgabe ist. Das sieht man nur, wenn man außerhalb des Getriebes steht, all die Räder sieht, wie sie ineinander schnappen, wie sie ineinander mit den Zahnrädern ineinander fassen und wie dann das Getriebe dann funktioniert. Das sieht man nur, wenn man da draußen steht. Und das ist eben genau das, was hier beschrieben wird. Menschen sind nichts weiter als diese Zahnräder in dem Getriebe, die gebraucht werden, und der Satan steht da draußen und gebraucht sie. Er kennt die ganze Agenda. Und das ist eben die Kraft der Menschen, wie zum Beispiel der Jesuiten, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Du schneidest da ein ganz interessantes Thema an, Marius. Der Punkt ist ja, da müssen wir uns bewusst von sein, dass viele Leute ihr ganzes Leben einer Aufgabe widmen, die sie zu erfüllen haben, wobei sie noch nicht einmal verstehen, dass die Auswirkungen dessen, was sie heute machen, vielleicht erst in 50 oder in 100 oder 150 Jahren, nachdem sie es getan haben, auf der Welt ihre Wirkung zeigen. Und das ist die Kunst der römisch-katholischen Kirche und das ist die Kunst solcher Orden wie der Jesuiten, durch den Kadavergehorsam dafür zu sorgen, dass die Leute völlig selbstlos Dinge tun, wovon sie selbst den Sinn nicht mal einsehen, weil das, was sie tun, wichtig ist für eine Agenda, die in der Zukunft kommt. Und ich möchte für diejenigen, die da nicht so bewandert mit sind, vielleicht mal ein kurzes Beispiel geben, dass man das verstehen kann. Wenn man das leider nur im Englischen veröffentlichte Werk in die Finger kriegen kann von J. Moss Ives, The Ark and the Dove. Ich suche mal eben raus. Ich habe hier ein Foto von dem Buch. The Ark and the Dove, da gibt es auch heute noch eine Gesellschaft für. Das ist hier zum Beispiel die Abbildung. Ja, das ist also die Gesellschaft, The Ark and the Dove. Ja. Die Arche und die Taube ist natürlich aus der Bibel entnommen. Ne. Wir wissen, Noahs Arche hat damals eine Taube entsendet, um zu sehen, ob es bereits trockenen Grund gab. Ne. Deswegen haben die das hier für sich missbraucht. Da gibt es dieses Buch hier, The Ark and the Dove. The Beginning of Civil and Religious Liberties in America, also der Anfang von bürgerlichen und religiösen Freiheiten in Amerika, von J. Moss Ives. Ein wunderbares, interessantes Buch, das Tom Fress, glaube ich, mal gelesen hat in Inquisition Update. Ja, er hat es gelesen, weiß ich aber nicht mehr genau wann, ich glaube 2009, 2010, um die Zeit rum, also schon eine ganze Zeit lang her. Und in diesem Buch beschreibt J. Moss Ives also die Fahrt unter anderem der Arche und der Taube. Das sind zwei Schiffe, die ausgesendet wurden im Oktober, wenn ich mich nicht irre, 1633 und im Frühjahr 1634 an der amerikanischen Küste gelandet sind, an der Ostküste gelandet sind. Und die Katholiken, Jesuiten und Protestanten rübergebracht haben nach Amerika. Und das waren die ersten Jesuiten, die da also wirklich mit viel Mann und Macht gelandet sind und dann den Staat Maryland, den wir ja heute noch kennen, errichtet haben. Da war unter anderem auch der Vater Andrew White bei, nachdem dann heute das White House benannt ist, das Weiße Haus in Washington. Und der hatte die erste Messe auf amerikanischem Boden übrigens abgehalten, was man ja bemerkenswert finden muss, weil man ja weiß, dass für Katholiken Messe halten in den Kolonien damals verboten war, weil die Puritaner dort regiert haben. Jedenfalls haben diese Schiffe, The Ark and the Dove, Anfang 1634 eine ganze Menge wichtige Menschen nach Amerika rübergebracht und die haben eine Mission gestartet, deren Früchte, oder besser gesagt, sie haben einen Acker bearbeitet und Samen gesät, deren Früchte dann erst 150 Jahre später geerntet werden konnten. Nämlich mit der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika 1776, dem Unabhängigkeitskrieg, der sich daran angeschlossen hat und ja gedauert hat bis, ich glaube, 1790. Und dann kam ja 1789 die Unabhängigkeitserklärung, also die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. 13 Jahre hat der Krieg gedauert, ne? 1776 bis 1789. Und
Die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika war bereits die Absicht der Katholiken und der Jesuiten, die hier an Bord dieser beiden Schiffe waren. Das heißt, die Menschen, die da waren, die haben sich auf eine Art und Weise während der Überfahrt und nach der Landung verhalten, unauffällig, aber haben ihre Arbeit dort gemacht, haben aber niemals die Früchte ihrer eigenen Arbeit gesehen, weil kein Mensch wird 150 Jahre alt. Die haben das selbst nicht mehr erlebt. Aber sie haben hingebungsvoll dafür gearbeitet, dass ihr Resultat dann später kam. Die Jesuiten haben da übrigens ein Motto vor. Ad majorem Dei gloriam. Zur größeren Ehre Gottes. Und damit ist nicht der Gott der Bibel gemeint. Dafür machen die das, dafür geben die sich hin. Und das ist ihr Geist. Deswegen passt das auch ganz gut in diese Lesung, dass wir uns das mal eben vor Augen halten. Ja? Das ist der Geist der Jesuiten, das ist der Geist der römisch-katholischen Kirche oder der Geist der militanten römisch-katholischen Kirche, weil die Jesuiten sind ja die Sturmtruppen des Vatikan. Ne? Regimini militantes Ecclesia. Die Menschen werden auf eine Art und Weise indoktriniert und ausgebildet, ihr ganzes Leben lang, um sich selbst absolut zu verneinen. Sie haben keinen eigenen Willen, sie haben kein eigenes Gewissen, sie haben keine eigene Agenda. Sie stellen sich voll und ganz in die, für die Arbeit ihres Ordens oder ihrer Kirche zur Verfügung, um das größere Ziel zu erreichen, deren Erfüllung in weiter, weiter Zukunft von ihrem Leben oftmals liegt. Das heißt, sie widmen ihr ganzes Leben einer Sache, wovon sie überhaupt nicht die Früchte sehen können, weil sie das Vertrauen darin haben, dass es dann eben aufgehen wird. Und das ist eben der Geist Satans, der eben seine Dinge so aufbaut, weil er weiß, dann und dann kommt das in Erfüllung. Nur, der Geist Satans arbeitet immer noch unter dem Geist Jesu Christi, der das geschehen lässt aus bestimmten Gründen. Da wollen wir jetzt auch noch in die ganzen Einzelheiten mit eingehen. Und deswegen halt es dann ganz zum Schluss auftreten wird und dann den ganzen Spuk ein Ende machen wird. Das ist der Moment, den Daniel in Kapitel 2 gesehen hat. Der Stein, der nicht ausgehauen von Menschenhand kommt und die ganzen menschlichen Königreiche pulverisiert. Und dieser Stein wird dann ein Fels, der die ganze Welt umspannt. Und das Königreich Jesu Christi, das dann hier auf Erden errichtet wird, wird nie vergehen. So, das war so ein kleiner Vortrag von mir jetzt in der Richtung mal eben. Ja, du hast ja auch die Maschine angesprochen, die halt viele Rädchen und Räder hat. Und falls da eins nicht funktioniert, wie es soll, ja, dann stockt die Maschine. Was aber viele, die sich zu der Obrigkeit zählen, nicht begreifen, dass diese Einzelteile, die Schräubchen, die Scheibchen, Rädchen, die sind austauschbar. Genau. Die sind absolut austauschbar. Jeder ist ersetzbar. Guter Punkt, den du da noch bringst. Wollen wir noch ein bisschen weiterlesen? Gerne. Ja, ich hätte noch einen Hinweis. Bitte. Es geht mir um meine Bibelstelle, wo eigentlich das Ganze eigentlich auf einer Ebene hinbringt, auf ein dass es ein Erbe ist. Also die Kinder wachsen ja in diesem System dann auf, sie werden ja hingezüchtet in diesen Elite-Universitäten jetzt in dieser Zeit, aber es war ja früher schon so. Und ich finde, das Erwachen eigentlich aus diesem System heraus zeigt ja eigentlich, was für ein Erbe, wie soll ich sagen, auf das wir eigentlich hinarbeiten in diesem antichristlichen System. Und das Erwachen eigentlich daraus, aus diesem System, lässt uns erkennen, was für ein Erbe das ist. Und ich finde eben, der Jeremia spricht das super gut aus im Kapitel 12. Ja, dann lies uns doch bitte mal vor, wenn du möchtest. Ja. Ich habe mein Haus verlassen, mein Erbe verstoßen. Ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben. Mein Erbteil ist mir geworden wie ein Löwe im Wald. Es hat seine Stimme gegen mich erhoben. Darum hasse ich es. Ist mein Erbteil für mich zu einer Hyänenhöhle geworden, um die sich die Raubvögel ringsum scharen. Geht hin und versammelt alle Tiere des Feldes, bringt sie herzu, damit sie fressen. Also es geht jetzt noch weiter über dieses Erbe hinein, aber ich finde, das ist so ausdrücklich hier beschrieben,
wie dieses Erbe, wie schmutzig das es ist, ja, und wie es wegstößt von sich daher. Interessanter Punkt. Ich sehe jetzt nicht direkt den Zusammenhang mit dem, was wir gerade gelesen haben, aber auf jeden Fall mit dem Erbe sprichst du ja diesen selben Punkt an, ne? Ja, jeder Papst nimmt ja wieder ein Erbe an. Nimmt ja wieder ein Erbe auf, nach dem Motto, das ist halt eine Dynastie, ne? Genau. Wo der eine etwas arbeitet, eine Vorarbeit leistet, die der nächste dann wieder weiterführt und der nächste wieder. Wobei eben, und das ist ja auch der Punkt, den Marius bereits angeführt hatte, ne? Dass die Päpste sich dahin geben, für eine Agenda zu arbeiten, wobei sie selber eben die Früchte nicht sehen. Das ist ja der Punkt, den ich probiert habe auch zu bringen mit dem Buch von Jamos Ives, um da eben drauf zu weisen, schaut, so arbeiten die, so funktioniert das. Und das ist sogar alles geschichtlich festgehalten. Werden sogar Bücher darüber geschrieben, die nur leider keiner liest, oftmals. Ja, ja, nicht nur vielleicht selber nicht erleben, aber vielleicht selber auch nicht begreifen, sondern eben der Geist, der sie leitet, begreift das dann. Sie sind nur vielleicht willige Werkzeuge. Viel Teil, nicht das Gesamte. Ja, sie sind willige Werkzeuge dafür. Um das zu erreichen, eben ohne eigene Ziele zu verfolgen, sondern geben sich ganz den Zielen dieses Geistes hin, der sie leitet, eben aufgrund dessen, weil der sie zu Kadavergehorsam zwingt. Dadurch, dass sie sich selber in diese geistigen Übungen begeben und durch diese Meditation und geistigen Übungen von einem anderen Geist so in Besitz nehmen lassen, dass sie eben selber keine eigene Meinung, keine eigene Moral, kein eigenes Gewissen mehr haben und ihr ganzes Leben, ihr ganzes Tun in den Dienst einer Agenda stellen, die sie selber gar nicht begreifen, wo sie auch selber die Früchte gar nicht von sehen können, dass also ihr Leben im Grunde für sie selber sinnlos macht, wo der Sinn eben darin liegt, und deswegen das Motto der Jesuiten, ad majorem Dei Gloriam, zur größeren Ehre Gottes. Das ist das Motto der Jesuiten, wie übrigens auch Hillary Clinton 2016 beim Alfred E. Smith Dinner gesagt hat. Das heißt, dass das Kadavergehorsam nicht an dem General endet, sondern der macht sich noch gehorsam gegenüber dem schlechten Geist. Ja, es endet nicht bei ihm, nein, also jeder Jesuit hat diesen Kadavergehorsam. Ja, ja, aber die Oberen. Ja, ja, und nun der Oberste ist der General, aber der gehorcht ja auch noch einen weiteren, höheren, und zwar den Geist. Die kleineren Gliedern wird natürlich deutlich gemacht, dass ihr Kadavergehorsam gegenüber dem ihnen überstehenden, der überstehenden Autorität in diesem Militärorden gilt. Also die haben sich den Menschen da zu unterwerfen, aber schlussendlich ist das natürlich eine Unterwerfung an einen Geist und nicht an einen Menschen. Ja. Und das ist immer der Geist des Satan, den wir hier dann haben. Ja. Jetzt würde ich gerade sagen, lass uns noch mal ein wenig weiterlesen, aber eben gucken, wie weit das noch geht. Uiuiui, da sind ja noch ein paar Seiten, das schaffen wir ja heute alles gar nicht. Müssen wir mal sehen, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Gehorsam, Feueraugen, auf diese Seite waren wir. Nee, ist ja in Ordnung. Ich wollte nur mal sehen, wie viele Seiten das noch sind. So wie wir sein können, wir lesen jetzt eben nur anderthalb Seiten und dann machen wir dann Schluss. Aber das geht noch eine ganze Weile weiter. Wir werden nächstes Mal noch in den nächsten Teil gehen. Wahrscheinlich. Deswegen habe ich ja auch die letzte Sendung, Nummer 49, auch schon so genannt. Da habe ich ja, wo ist denn das hier? Doppelgesicht des Papstes. Warum finde ich das jetzt hier nicht? Hier. Deswegen habe ich das letztes Mal ja auch schon genannt, hier das Geist des Papstes zum Teil 1. War mir schon klar, dass wir da mit zwei oder drei Teilen vielleicht nicht hinkommen. Aber wir können ja eben noch mal ein wenig weiterlesen. War ja eine sehr interessante Unterhaltung, die wir gerade eben hatten und zu dem Punkt. Und hoffentlich hat das auch den Zuschauern, die also jetzt dieses Video mit zuschauen, auch noch mal deutlich gemacht, worum es hier im Grunde geht. Wir haben hier die Möglichkeit, nicht den Heiligen Geist kennenzulernen, der eröffnet sich uns, wenn wir die Bibel lesen, aber hier haben wir die Möglichkeit, durch das Schreiben von dem, was James Edgar Wiley uns hier mitteilt, eben den Geist des Satan kennenzulernen, wie der denkt und wie der die Menschen formt,
lass uns mal sagen, und das eben tut von den kleinsten Rädchen in diesem Getriebe, also dem, ich sag mal jetzt dem Laien, der in der römisch-katholischen Kirche sitzt und natürlich der Kirche Gehorsam leistet, dem Dekan, dem Priester, über den Bischof und Erzbischof zum Kardinal bis sogar zu den Päpsten, die eine Agenda erfüllen, die sie selber vielleicht überhaupt nicht verstehen, aber die sich vollkommen hingeben und alles dafür tun, um eben diese Agenda weiter voranzutreiben. Das ist im Grunde der Punkt, von dem wir gerade eben gesprochen haben. Ne? Wo ist denn der Satz hier, der ganze Absatz dann? Muss man nochmal eben den letzten Satz nochmal lesen. Also der Umfang ihrer weltumfassenden Pläne, die Scharfsichtigkeit und Schlauheit in Benutzung aller Ereignisse, die Genauigkeit und listige Verschwiegenheit, die unerschütterliche Energie, der eiserne Wille, die vor keiner Anstrengung und keinem Hindernis zurückschreckende Fähigkeit in der Ausführung, die anscheinende Gleichgültigkeit und Ruhe bei unerwartetem Missgeschick, die schnelle Herbeischaffung großartiger physischer Kräfte, wie zum Beispiel eben der Ausbruch der Kriege zu veranlassen, den Ausbruch der Kriege und so zu veranlassen, wenn mit anderen Mitteln nichts zu erreichen war, wie gesagt, die Fortsetzung von Politik ist dann Krieg mit Krieg ist die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln, wie es ja einmal so schlau einer formuliert hat, die Freigebigkeit und maßlos verschwenderische Gunst gegen Freunde, die unnachsichtliche Rache an unverbesserlichen Gegnern, das sind die Eigenschaften, durch welche die römischen Oberpriester mit ihren willenlosen Helfern einen so staunenswürdigen und beispiellosen Erfolg herbeiführten. Wie glücklich das Papsttum gewesen in der Wahl seiner Residenz, wie Rom durch seine historischen Erinnerungen jedenfalls der einzige Ort war, von dem aus gelingen konnte, was die Päpste durchgesetzt haben, wie die sieben Hügel in der Tat als der für das Riesenwerk des Aberglaubens geweihte Boden anzusehen sind, das haben wir schon oben des Weiteren erörtert und erwähnen es hier nur als ein Zeugnis für den großartigen Scharfblick des in und durch Menschen wirksamen Genius des Papsttums. Jetzt gehen wir hier in eine weitere Erklärung mit dem Anspruch der Päpste, ja, die Nachfolge der Apostel zu sein. Das ist natürlich eine Sache, da geht es in ein anderes interessantes Thema. Und das interessante Thema, meine Lieben, werden wir uns aufsparen fürs nächste Mal, weil wir nämlich schon bei einer Stunde angekommen sind. Die Zeit ist heute verflogen, wie glaube ich noch nie in einer dieser Lesungen. Aber so ist das, wenn man eine interessante, interaktive Beteiligung hat, wofür ich mich ganz herzlich bedanken möchte bei Marius und Alexander für ihre Einwürfe heute und für ihre Kommentare und Fragen und Bemerkungen, dass wir uns darüber sehr gut haben unterhalten können und ich hoffe, dem Zuschauer auch ein wenig näher gebracht haben, worum es in diesem Thema geht. Das Genius des Papsttums ist nichts anderes als nur die der Gehorsam des Geistes des Satans. Wenn dem ohne Fragen zu stellen, ohne eigenes Gewissen, ohne eigene Agenda gefolgt wird, dann kann das Papsttum Großes vollbringen. Nur leider verbringt es das im Bösen und nicht im Guten. Deswegen lernen wir hier den Geist Satans kennen. Und deswegen freue ich mich darauf, dass wir nächstes Mal in der 51. Sendung hierüber fortfahren können. Und ich freue mich auch darüber, wenn ihr in der Zwischenzeit eure Bibel zur Hand nehmt, in der Bibel lest und nicht den Geist Satans erkennt, sondern den Geist Gottes erkennt, der sich nämlich in der Bibel offenbart. Und das macht es wieder einmal so unerlässlich wichtig, die Bibel zu lesen und sich in der Wahrheit zu unterrichten, weil wenn ich die Wahrheit kenne, dann falle ich nicht über die Lüge, aber dann trete ich gegen die Lüge und anstatt, dass sie mein Fallstrick wird, also mich zu Fall bringt, ich stolpere und falle, kann ich gegen die Lüge treten und kann sie wegschleudern, von mir wegschleudern und die Gefahr, die von ihr ausgeht, von denen, die ich liebe, ebenso wegtun. Dafür brauche ich das Wort Gottes, dafür brauche ich die Wahrheit, dafür brauche ich den, der von sich behauptet hat, ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich, Jesus Christus, lernt ihr kennen im Studium der Bibel. Und deswegen bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.